Das Regen TV Plus ist für euch jetzt in Riechen unterwegs und bei mir ist der Marcel Schweizer, ein Sommernachtsfest vom Bauverband Basel-Stadt. Und wir genießen es endlich wieder nach der Pause, die wir gehen. Ich mag mich nämlich noch erinnern, das ist jeweils wirklich immer ein statthaftes Treffen, das hier stattfindet. Marcel, wie sieht es aus, die Situation im Moment, Gewerbeverband? Hast du jetzt hier wieder nur zu politisieren? Nein, das ist da oben, wo wir ausnahmsweise keine Politik machen, lieber Dani. Sondern da oben ist unseren Gästen gewidmet und das sind unsere Mitglieder in der Hauptsache. Und es ist fantastisch, dass in so einer grossen Anzahl hier unsere Einladung folgt. Es ist eine Riesenfreude. Das Wetter ist nicht ganz so hundertprozentig, aber wir wollen nicht klagen. Wir haben heute Nachmittag noch Regen gehabt, jetzt hat es aufgehört, gerade im richtigen Moment. Und es ist alles parat, die Gäste kommen. Also von dem her fantastisch hier oben. Bei mir ist Redi Schmidt, er ist Stammbau. Ist das überhaupt noch richtig? Sagt man noch Stammbau? Was bist du? Verständlich, immer noch Stammbau. Jetzt einfach nicht mehr in Binningen, aber in Allesheim. Dann erzähl mal, wie ist es so bei euch gelaufen? Das wollen wir ja ein bisschen wissen von den Gewerblern heute. Wie läuft es? Also wir dürfen sagen, die Pandemie haben wir gut überstanden. Die Aufträge haben wir. Die Konjunktur hat keinen Einbruch bis jetzt. In der Baukonjunktur, so muss man sagen. Wir merken, dass jetzt die Leute langsam ein bisschen zögerlich werden im Investieren. Das sieht man. Oder machen einen Gedankengang mehr als früher. Aber das ist auch geschuldet dem Krieg, den wir gerade haben. Ja, wie sieht es denn mit Material aus? Material ist so, das haben wir jetzt schon seit einem Jahr. Vor allem in Stahl und Holz. Hingegen, auch mit dem kannst du am Schluss leben. Also wir haben Kunden, die es übernehmen. Das ist das oder? Und das andere ist natürlich, was heute offeriert wird, ist halt auf diesem Niveau. Und wenn er halt dann entscheidet, ich baue, dann haben wir auch den Preis, den wir brauchen. Aber Stammbau ist da? Stammbau bleibt und ist da. Das ist richtig. Ja, jetzt fangen Sie hier gerade noch so an von Pause Masse. Kannst du mir schnell vorstellen? Jawohl, meine sehr geschätzte Vorstandskollegin Lydia Isler, Präsidentin vom Apothekerverband und engagierte Grossrätin, nicht nur im Gewerbeverband, sondern auch für die Politik. Und ja, grosse Freude bist du heute so oben auch dabei, Lydia. Wie sieht es denn für das Apothekerwesen aus zurzeit? Ja, da kann ich Engpässe. Was Personal betrifft, ist ein riesiges Problem der Fachkräftemangel. Das ist auch bei uns riesig, wirklich. Grosses Problem. Aber dem kann man entgegenwirken. Wir sind dran auf schweizerischer Ebene. Also wir haben jetzt gerade Delegiertenversammlung vom Schweizerischen Apothekenverband. Und das ist ein ganz grosses Thema, ein wichtiges Thema. Wir haben jetzt probiert, auf verschiedenen Ebenen anzugehen. So, bei mir ist Erich Dürrenberger. Erich, jetzt bist du mir weitergereicht worden. Erzähl schnell, wer bist du, was machst du, welches Gewerbe? Also mein Name ist Erich Dürrenberger. Mir gehört Dürrenberger Moller AG in Basel, wo ziemlich gross ist. Und wir sind jetzt hier, um wieder die Leute zu sehen. Nach dem Corona ist schon nicht immer einfach gewesen. Haben wir heute gesagt, wir kommen hierher, wieder mal alle Bekannte zu sehen. Jetzt habe ich gesehen, du hast aber jemanden bei dir gehabt, da sind zu zweit hier. Erzähl mir etwas über den. Also der Sven Schneider, das ist ein ehemaliger Lehrling von uns. Der ist jetzt immer wieder grösser geworden, der hat die ganzen Ausbildungen gemacht, hat Meisterprüfungen und ist jetzt eigentlich im Kader bei unserer Firma, wo eigentlich jetzt die Zukunft unserer Firma ist. Wie siehst du denn generell jetzt die Zukunft so für euch? Es ist ja, ich meine, es ist etwas, das immer gebraucht wird, Molo. Das stimmt. Wir haben einfach das Problem, dass zu viele Anbieter auf dem Markt sind. Das haben, glaube ich, alle ziemlich viele Probleme. Momentan ist eigentlich durch die ganze Situation, sicher auch mit dem Krieg etwas zu tun hat, gehen die Preise zusammen. Auf der anderen Seite gehen die Preise, Materialpreise rauf. Das macht uns schon ein bisschen Sorgen. Aber wir sind der Hoffnung, dass das immer besser wird. Und mit dem Sven hat das in Zukunft guten Elan? Er hat unbedingt einen guten Elan. Der Schließlich von uns ist geschult worden. Und da sind wir sehr glücklich und froh. Weil die Zukunft der Jungen ist nicht so einfach. Weil viele wollen ja nicht mehr heute. Und wir sind sehr froh, dass wir Junge haben, die halt wollen. Was sind die Pläne vom Gewerbeverband in nächster Zeit? Es gibt Umstrukturierungen. Marcel, sie wird dich nicht mehr sehen am nächsten Neujahrsapero als Präsident. Also wenn ich Glück habe, werde ich weiterhin vom Gewerbeverband eingeladen, wenn meine Vorgänger das auch werden. Und bin dann natürlich auch gerne im Gaststatus wieder einmal dabei, also als Mitglied. Aber es gibt im Leben gewisse Sachen, die man entscheiden muss. Es ist nicht ein ganz einfacher Entscheid. Erleichtert hat man den Situation, dass wir tolle Nachfolger haben können rekrutieren und vor diesem Hintergrund bin ich zuversichtlich, dass wir in eine gute Zukunft schauen als Gewerbeverband. Wenn du jetzt noch schnell Revue passieren lässt und Rückblende machst, was hat sich entwickelt, was hat sich hier
jetzt unter deiner Regie, wo du selber kannst sagen kannst, doch, das haben wir auf einen guten Weg gebracht? Also nehmen wir am liebsten gerade das Beispiel hier. Das haben wir vor 8 Jahren angefangen. Nein, 10 Jahren, Entschuldigung. Wir haben dann 2 Jahre Unterbruch gehabt. Das ist heute die 8. Ausgabe vom Sommerfest. Und der Anlass hat sich zu einem Flaggschiff-Anlass entwickelt. Also so wie die Gewerbetagung und Neujahrsempfang.